Hallo zusammen, zu einem kleinen Special. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr mir nicht einfach mal eure Setups schicken wollt, also wie das bei euch daheim aussieht, mit was ihr so am Racen seid. Ihr habt mir ja krass viele Bilder geschickt. Ich glaube, ich habe fast knapp 100 Setups von euch bekommen, 100 Bilder knapp. Dann habe ich mir gedacht, ja komm, lasst einfach mal darauf reagieren. Ich weiß noch nicht, welche Setups es dann final ins Video schaffen. Mega, mega danke für die ganzen Einsendungen, was ihr mir alles geschickt habt. Ich mache jetzt mal den ganzen Ordner auf. Wir legen einfach los, oder? Mama, ich bin im Fernsehen. Wir starten mit dem allerersten Bild über Insta und Discord. Es kam ja allerhand. G29 Lenkräder habe ich viele gesehen. Ich habe ja alle Bilder kurz durchgeschaut. Ich finde den schwarzen Playseat finde ich ziemlich chillig. Ich finde den Playseat, den ich hatte, den blauen, finde ich nicht so schön. Mag ich irgendwie nicht mehr so, die Farbe. Das gleiche hier nochmal in Blau. Das ist quasi 1:1 mein altes. Also manche Bilder habe ich über das Handy bekommen, also über Insta. Das war dann irgendwie nur so eine Insta-Story. Und deswegen sind manche Bilder so ein bisschen verpixelt. Was wir hier haben, ist auch sehr kreativ. Auf jeden Fall die Beleuchtung gefällt mir. Mit schönem F1-Logo drauf. Jo, das ist halt mal ein anderes Kaliber. Holy moly Mac and Cheese Balls. Mega nice. Schaut euch mal an. Mega, mega, mega. Das ist krass. Jetzt schreiben alle, das ist mein Setup. Auf jeden Fall das hier ist auf jeden Fall das Direct Drive 1700 Euro Gerät. Krasse Tastatur. Also ich feiere ja insgesamt so Alu-Teile. Da muss man aber halt auch schon Platz haben für so ein Ding. Der Sitz ist auch maximal krass. Der sieht mega bequem aus. Voll nice. Kopfhörer. Es sind einfach nur drei Bildschirme. Es hat nicht gereicht für so ein Rundum-Ding. Aber bei mir würde das zum Beispiel gar nicht gehen. Weil wenn ich mich dann noch filmen wollen würde, dann müsste die Kamera irgendwo rechts. Und dann, ja, dann sieht man mich halt nicht mehr. Ich habe noch andere Kaliber. Ich habe noch ein paar andere so krasse Teile. Es kommen noch ein paar ganz normale, sag ich mal. So für normale Menschen. Also das ist auf jeden Fall erste Sahne, was du da eingeschickt hast. Maximal bequemer Sitz. Auch G29. Das ist menschlicher auf jeden Fall, ja. Was ist das für ein Lenkrad überhaupt? Mit Mazda-Zeichen. Auf jeden Fall auch mit Gangschaltung. Der kommt mir bekannt vor, den habe ich auch selber. Auch stabil, oder? Das Erste, was ich gemacht habe, war, diesen Zettel hier wegzuschneiden. Wieder ein Ferrari-Setup, auch mit dem Next Level Racing Club-Sitz. Hier mit Michael Schumacher Edition, sehr nice Kopfhörer. Auch mit Tisch vorne dran. Einfach so ein Holzblock unten hin gebastelt, damit die Pedale nicht verrutschen mit LED. Und hier noch ein Video von mir draufgelegt. Sehr schön, sehr schön. Schön mit drei Bildschirmen hier. Das ist halt der krasse Vorteil, wenn man einfach so ein dreiteiliges Setup hat. Dass es endlich Sinn macht, mit Cockpitcam zu fahren. Das ist doch mal verrückt, oder? Holy moly. Absolut Pro. Und das Ding steht, glaube ich, sogar irgendwie in einem Wohnzimmer drin. Junge, Junge. Also, ich empfehle jedem Anfänger von euch, euer Setup genau so aufzubauen. Es gibt auch eine Anleitung, die könnt ihr einfach bei mir anfordern. Das sieht aus wie so eine Eigenproduktion. Ja, genau. Bei dem Setup fehlt zum Schluss das Geld für das Spiel. Ultra nices Bild. Richtig, richtig wild. Erstmal drei Fanas. Also der Gurt ist auf jeden Fall auch wichtig. Auch eine 10. Auch eine 10. Das sieht aber auch ziemlich cool aus. Ferrari-Lenkrad. Habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Schön LED-Wand. Gefällt mir. Logitech Ferrari. Das ist das Gartenstuhl-Sim-Racing. Aufräumen kann jeder. Kabelsalat. Extra von unten fotografiert, damit man hier die ganzen Caps sieht. Bestes Bild. Extra so zusammengebaut. Aus Holz. Hier Gangschaltung hingemacht. Das sieht aus wie im Keller. Das kommt dann auf jeden Fall am Schluss in die Kategorie kreativstes Setup. Ihr seid so wild, Leute. Schau mal an. So, Hauptsache die Jacke liegt hier irgendwo auf dem Boden. Trompete. So ein Holzteil hier vorne hin. So zusammengebunden. Mit so einem Liegestuhl. Schaut euch mal den Schreibtisch an. Aber ich glaube, wie muss er hier sitzen? Da muss man ja richtig krass nach oben schauen. Mega viele von euch auf jeden Fall auf PS4 unterwegs. Auch nice. Schicke Tastatur, PlayStation 4 Controller und Xbox Controller am Start. Toffifee auf jeden Fall auch noch auf dem Boden. Das sieht auch nice aus. Das sieht auf jeden Fall auch selber gebastelt aus. Mit Holz zusammengeschustert. Richtig gut. Da könnte man natürlich, wenn das Ganze noch ein bisschen weiter nach rechts rutscht, nochmal einen größeren Monitor hinstellen. Das wäre es jetzt noch, wenn man den Stuhl quasi von
vorn und hinten so ein bisschen verrutschen könnte. Leider kein Lenkrad. Lenkrad vermisse ich ein bisschen. Ich glaube, das ist das T80 sogar. Auf jeden Fall PC auch auf dem Tisch. Hier, einfach so Curved Monitor. Dann hier noch so für den Chat. Ich glaube, das könnte sogar auch ein Streaming-Setup sein. Hier noch oben der Kalender. So richtig dreistufig. Also das Bild sieht auf jeden Fall krass aus. Mich hätte es jetzt noch interessiert, wie das Bild von der Seite aussieht, wie das rüberkommt von der Seite so, wenn man da drin sitzt. Jo! Wild! Wildes Teil! Wer hat das geschickt von euch? Junger Vater! So einfach so ein richtiger Sim-Kasten. Ich gehe mich vergraben. Alter, das ist halt auch... Das ist der Gerät, Junge. Alter, der Monitor, der passt halt auch genau da rein. Das ist halt einfach so eine kranker Shit. Noch mit einem anderen Mercedes Sim Racing Wheel. Bestimmt richtiger Rennfahrer, ja. Also das kommt auf jeden Fall, ja, unter das krasseste Sim Pro Setup, das eingeschickt wurde. Vielen Dank dafür. Nice, danke für den Beitrag. Weiter geht's. Es war so klar, dass es kommt. Wer erkennt den Unterschied? Ich kann keinen Unterschied erkennen. Zu dem Setup oder zu dem Setup ist fast gleich, sieht fast gleich aus. Kann man beides genauso benutzen. Kann man wahrscheinlich für F1 2020 genau gleich benutzen. Also anscheinend geht es beides. Voll gut. Hier, so auf so, was ist das? Das ist doch so ein Babystuhl einfach. Ja, genau, einfach ein Babystuhl. Gibst du am Lenkrad Gas? Auf jeden Fall, Herz geht raus. Hier schon mal das falsche Spiel am Start. Ich würde eher das hier spielen. Das ist total absurd teilweise, was man sich aufbaut, um Rennspiele zu spielen. Und so, übrigens, so mache ich es auch. Ich habe auch so einen Hocker, wo ich jetzt gerade meine Maus hier bewege. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Geil. Einfach Patrick F1 Cap am Start. Auf jeden Fall, Liebe geht raus für diese Cap. Sehr schön. Wir haben echt viele FGT-Seats. Auf jeden Fall stabile Delle im Boden. Ich weiß nicht, was da runtergefallen ist. Sympathisch. Mit VR-Brille. Und das ist einfach auch die gleiche VR-Brille. Einfach die gleiche VR-Brille, wie ich habe. Einfach identisches Setup. Gefühlt 50% aller Bilder, die geschickt wurden, haben irgendeine LED-Beleuchtung. Hauptsache kurz dunkel gemacht, LED an und zack, Foto. Schickes Wohnzimmer. An dieser Stelle. Fernseher ist relativ weit oben. Ich glaube, 30-40% aller Setups, die ihr mir geschickt habt, sind auf jeden Fall krasser als meins. Das McLaren Wheel, das erkenne ich, auch wenn es hier nur so ins Bild reinschaut. Was ist das für ein Lenkrad? Die Form ist mega cool. Das ist doch kein offizielles, oder? Das sieht aus wie so selber gemacht oder so. So 3D-Ding. Alter. Und es sieht so aus, also er kann von beiden Seiten aus zocken. Er hat hier so... Hier auf der Seite zockt er seine anderen Games und hier auf der Seite zockt er F1. Also das sieht richtig verrückt aus. Hier, nochmal von hinten. Das ist ein Streaming-Setup. Wie lustig ist das denn? Teddybär. Und hier, nicer Heckflügel, Ferrari-Heckflügel. Was auch krass ist, einfach ein Röhrenfernseher noch. Starkes Ding. Schau mal an, wie krank, wie geil ist es denn? Und hier unten noch mit LED. Ich hätte noch mehr gefeiert, wenn der Teddy einfach da sitzen würde. Dann hätte ich... Boah, das wäre crazy gewesen. Es wird immer noch verrückter. Ich nenne das hier jetzt mal eine schöne Spielecke. So eine... So mit Wind, oder? Dieses krasse Sim-Racing-Setup mit diesem Kasten. Ich glaube, das hier... Toppt nochmal alles. Alles mit Holz so selber hingebastelt. Also, ich wäre total lost, wenn ich mir sowas aufbauen müsste. Kollege, was machst du, wenn du ausziehst? Da musst du ja weinen. Also, wenn ich mir sowas reinbaue in mein Haus, in mein Zimmer, dann bleibst du dein Leben lang da. Das willst du nicht mehr umziehen, den ganzen Kram. Allein das hier muss jetzt ein Herz bekommen. Wegen dieser interessanten Botschaft auf diesen beiden Displays, auf diesen beiden Bildschirmen. Schaut euch dieses Gerät an. Wie krass ist es denn eigentlich? Das ist auf jeden Fall, das muss in die Hall of Fame. Der Tisch, der muss auch hart schwer sein. Das schiebt doch den Tisch weg. Ist der Tisch festgeklebt auf dem Boden, dass er nicht wegrutscht? Das ist auch mal gemütlich. Schaut euch mal den Teppichboden an. Richtig gemütlich. Sehr flauschig. Was soll ich besser finden? Das Setup oder den Teppich? Ach komm, lass mal Patrick schicken. Das ist gerade zusammengeklappt. Egal, mach Foto. Alles total egal. Hauptsache LED-Beleuchtung. Hier, Max Verstappen Cap noch oben drauf.
Blaze, ich weiß nicht, was der kostet. Ich glaube, der ist auch richtig teuer. Ich glaube, der kostet auch so 2000 Euro. Die normalen Standardpedale sehen noch relativ neu aus. Bei mir sehen die schon ein bisschen durch aus hier. Passt perfekt. Auch die Höhe passt eigentlich perfekt. Der muss ja riesig sein, der Fernseher. Nice Gerät. Ich dachte schon, ich hätte einen krassen Fernseher. Halleluja. Schaut euch mal diesen Fernseher an. 150 Zoll, ja moin, genau. Aber da wirst du doch blind, Junge. Hier. Krass, so shit. Sogar Mercedes Handschuhe einfach, ja. Also auf jeden Fall, Herz geht raus. Auf jeden Fall für dieses Setup richtig krank mit richtig großen Lautsprechern. Einfach eine Kommandozentrale aufgebaut in so einem kleinen Zimmer. Und die Pflanze ist natürlich ganz wichtig. Kommt ein bisschen Leben noch rein. Lass mal kurz eine Pflanze da oben links noch hinstellen, dass es nicht ganz so krass aussieht. Da ist doch kein Platz mehr. Wo willst du diese Pflanze gießen? Da kannst du doch nicht links vorbeilaufen, oder? Da ist doch gar kein Platz mehr. Auf jeden Fall die Curve-Monitore, die sind übel nice. Die sind mal richtig nice. Da brauchst du nicht mal mehr. Brauchst du nicht mal mehr so eine VR-Brille, weil das ist schon krank. Ach, BMW, ach was. Einfach BMW-Sitz. Einfach aus dem Auto. Ah ja, hier. Krass. Stimmt, da ist ein Gurt noch dran. Einfach BMW-Sitz genommen. Ich war richtig begeistert, wie viele Leute ihre Bilder mir geschickt haben. Dann machen wir da einfach eine Serie draus und dann mache ich das alle paar Wochen, alle paar Monate mal. Vielleicht können wir da eine zweite Version machen. Falls ihr weitere Setups einschicken möchtet, im Discord-Channel, bei Simrix oder mir einfach per Insta schicken. Vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Version. Jo, aber das waren auf jeden Fall meine Reactions zu euren Setups. Waren echt witzige Sachen dabei und richtig, richtig krasse Sachen. Also, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.